Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute könnt ihr mir bei diesem Bild über die Schulter sehen und ja, ein heftiges Durcheinander. Aber mir hat es richtig Spaß gemacht, das Bild zu malen. Es ist wie Meditation, eins kam zum anderen, ja, und das ist daraus geworden. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und über ein Abo, einen netten Kommentar von euch oder einen Daumen hoch, freue ich mich immer sehr. Alles klar. Und schon kann's losgehen. Hier seht ihr meinen Arbeitsplatz. Ich bereite ihn mir so vor, dass ich alle Materialien griffbereit habe. Und schon geht's mit der Farbe los. Ein Blauton diesmal, den schattiere ich mit dunklem Blau ab. Dann die anderen Töne mache ich genauso, also ich lege die hellere Farbe an und schattiere das dann mit der dunkleren gleichen Farbe ab. Die erste Farbschicht ist nun trocken und ich lege jetzt den Gelbton darüber, damit die Farbe nicht so ineinander fließen kann und ich die Klarheit der Farben eben dadurch erhalten kann. Und schon geht's weiter mit dem wasserfesten Feinliner und wie ihr seht, wie ich so ganz gern und ganz oft mache, ich separiere erstmal die weißen Felder, die ich da übrig gelassen habe. Da kann man nämlich dann schon erst sehen, wie das Muster später wird oder eben so ineinander läuft. Jetzt lege ich mir so die Verläufe an, wie das Ganze drunter und drüber laufen soll und wie ich die Farben separiert haben möchte. Und schon geht's mit den ersten Mustern los. Wie ihr seht, wird es wieder so eher ein organisches Muster. Irgendwie, ja, mir gefällt es momentan sehr gut und ich probiere sehr, sehr gerne aus. Macht es doch genauso, lasst es einfach laufen. Es ist wie Meditation und es macht einfach nur Spaß. Für jede Farbe benutze ich ein anderes Muster und so grenze ich dann die Farben untereinander mit den Mustern ab. Jetzt kommt der weiße Gelstift wieder zum Einsatz und ich unterstütze die Muster mit diesem Stift
aber so, dass es nicht zu auffällig ist, sondern wirklich nur unterstützend. Der Gelstift unterstützt die Muster und macht das ganze Bild noch etwas heller und freundlicher. Und jetzt wie immer noch ein paar Details für euch. Viel Spaß beim Ansehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!